Was geht ab, Leute? Willkommen zu Inside Superleague. Bei der diesjährigen Brand & Sports Summit Versammlung war auch Türkei-Trainer Stefan Kuntz mit dabei und hat dort einige Aussagen getroffen, die die meisten von euch interessieren könnten. Ich habe euch das Wichtigste zusammengefasst, vergesst aber nicht auf den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Kommen wir aber somit langsam aber sicher zum Interview von Stefan Kuntz. Und der erste Punkt interessiert die meisten von euch. Stefan Kuntz sagte nämlich unter anderem, wie er überhaupt dazu gekommen ist, die Militärkunst zu trainieren. Ich zitiere: Hier fragten sowohl Hamid Altıntop als auch das TFF Management, wollen Sie die Aufgabe übernehmen? Es war eine Ehre für mich. Ich musste meine Komfortzone in Deutschland verlassen. Diese Aufgabe musste ich einfach übernehmen. Das ist der richtige Schritt, sagt eine Stimme in mir. Ich spüre die Unterstützung der Föderation. Mein eigenes Team ist großartig. Das Team, das mir der Verband zur Verfügung gestellt hat, sind wunderbare Menschen und Experten auf ihrem Gebiet. Im Weiteren ging er auf die Entwicklung des Teams ein und äußerte sich ein weiteres Mal zu seinen Gegnern in den WM-Playoffs. Ich zitiere: Im März steht ein wichtiger Schritt an. Ich bin sehr glücklich mit dieser Situation. Sie können sagen, wie gut sie sind, wenn sie mit den Besten spielen. Das werden wir gegen Portugal, Italien und Nordmazedonien erleben. Unser Team ist noch recht jung und das Jahr 2024 wollen wir als Ziel nicht übersehen. Deshalb wäre es gut für uns, mit den besten Mannschaften auf Wettbewerbsebene zu spielen, nicht auf Freundschaftsspielebene. Italien ist Europameister, Portugal ist eine starke Mannschaft. Unabhängig vom Ergebnis werden uns diese Spiele weiterbringen. Ja Leute, das sind doch mal recht ermunternde Aussagen. Später ging er nochmal auf einen sehr wichtigen Punkt ein, das wir auf keinen Fall vergessen dürfen, und zwar auf die Nachwuchsarbeit in der Türkei. Dort betonte er, wie ich schon am Anfang befürchtet hatte, dass man deutlich mehr in die Nachwuchsarbeit investieren müsse. Er ist nämlich der Überzeugung, je besser die Nachwuchsarbeit, desto besser ist am Ende auch die Türkei. Ich meine, an sich sind das Aussagen, die klar sind, aber in der Türkei gibt es dann doch den einen oder anderen, der die Basics nicht verstanden hat. Wie dem auch sei, ihr merkt schon, Stefan Abe ist nicht nur zum Chai-Trinken da, er hat großes vor mit der Türkei und bekommt laut eigenen Aussagen auch Gott sei Dank volle Unterstützung von der TFF. Auch wenn es mit Katar nicht klappen sollte, sieht die Zukunft also rosiger aus als je zuvor. Was sagt ihr aber zu dem ganzen Thema? Hat Kunst schon euer Herz erobert oder seid ihr immer noch einer der Kunstzweifler? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das war es aber soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Ich verabschiede mich somit und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.